Ja, wir sind hier in einem Seniorenheim der besonderen Art. Und zwar im Künstlerheim in Baden. Künstler, ob Schauspieler, Sänger, Musiker, aber auch Maler oder Schriftsteller, die können hier ihre alten Tage verbringen und sind hier wunderbar aufgehoben. Es ist ein schönes Haus, Sie werden ja noch Bilder sehen. Und wir haben eine wunderbare Küche und es gibt Veranstaltungen, sodass Sie auch Unterhaltung haben. Und ja, ich kann nur sagen, kommen Sie her, wenn Sie nach Baden kommen, schauen Sie sich das an. Es ist was ganz Besonderes, das Künstlerheim in Baden. Unser attraktives, schönes Gebäude, das Künstlerheim, ist ganz in der Nähe vom berühmten Rosarium und nur 5 Minuten von der Fußgängerzone vom Zentrum von Baden entfernt. Wir haben gemütliche 22 Einzelzimmer, 8 Appartements für Künstler aller Art, also Schauspieler, Sänger, Musiker, Schriftsteller, bildende Künstler. Es ist ein stilvoller Alterssitz für alle. Wir haben in den letzten Jahren die Zimmer und alles sehr schön adaptiert, mit viel Engagement und viel Liebe, denn das Haus ist ja 1964 eröffnet worden und war natürlich schon recht abgewohnt. Aber jetzt entspricht es ganz dem Standard der Zeit. Also wenn wir daran denken, dass es arme, vereinsamte Menschen gibt, dann schauen wir immer über unsere Grenzen und vergessen, dass es eigentlich in unserer nächsten Umgebung auch solche Menschen gibt. Und vor allem auch Künstler. Und man sieht oft nicht, wie schnell eine Karriere zu Ende gehen kann und wie vereinsamt manche Künstler sind. Was für ein Glück, dass es so eine Institution gibt, die sich um solche Menschen kümmert. Wer weiß, vielleicht muss ich sie auch irgendwann in Anspruch nehmen. Und es ist ein gutes Gefühl, dass es solche Menschen gibt, die sich um verarmte und vereinsamte Künstler kümmern. Und ein kleiner, geringer Beitrag, vielleicht von 30 Euro, ist schon ausreichend, um ein Leben vielleicht etwas wertvoller und glücklicher zu machen. Dankeschön. Grüß Gott, mein Name ist Harald Krasnitzer. Ich bin etwas verschwitzt, weil ich durfte gerade ein wunderbares Trabrennen fahren für Künstler helfen Künstler. Das ist eine Institution in Österreich. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, eine unglaublich wichtige Einrichtung. Wir sind zwar eine große Kulturnation in Europa, aber nach wie vor haben wir sehr wenig Geld für Künstler, die irgendwie ihren Lebensabend verbringen müssen. Die Lotte Tobisch betreibt diese Institution seit Jahren. Und dort können Künstler hinkommen, die dann im Alter nicht mehr wissen, wohin. Ich finde, man sollte ihnen einen würdigen Lebensabend schaffen und ihnen die Möglichkeit schaffen, gemeinsam Erinnerungen zu haben und würdig gemeinsam alt werden. Deswegen ist das wichtig und deswegen unterstütze ich dieses Projekt, weil vielleicht eines Tages kann es mir auch so gehen, auch wenn ich jetzt ganz oben bin, aber eines Tages bin ich vielleicht ganz allein und dann weiß ich, wo ich hin kann und insofern bitte helfen Sie uns bei Künstler helfen Künstler. Ja, jetzt sind wir in der Küche. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir in unserem Haus, zum Unterschied von anderen, haben wir alles frisch gekocht. Das Frühstück bekommen die Kollegen, also die bei uns wohnen, ins Zimmer. Und Mittag- und Abendessen ist im Speisesaal. Und es wird alles frisch gemacht. Wie gesagt, wir kaufen tägliches Gemüse, täglich Fleisch. Es ist nichts Konserve und das ist eine große Besonderheit. Außerdem haben wir im Haus auch eine ständig anwesend eine Krankenschwester. Die ist im Bereitschaftsdienst, wie das heißt. Das heißt, sie hilft denjenigen, die Hilfe brauchen. Das hier ist unser schöner Salon. Das ist ein sehr schöner Raum. Am Nachmittag sitzen die Herrschaften hier und trinken Kaffee. Aber es ist auch der Raum, wo Konzerte stattfinden und Lesungen. Viele unserer berühmten Kollegen kommen her und machen den hier Lebenden Freude. Ich fühle mich pudelwohl oder sauwohl, ja, und macht nichts. Und fühle mich behütet, was mir sehr wichtig ist. Und es ist auch interessant in diesem Haus. Wir haben eine sehr gute Masseuse, die zusätzlich auch noch Kreativstunden uns gibt.
Also dann können wir malen oder basteln. Und zum Beispiel habe ich da, Weihnachten steht ja vor der Tür, eine kleine Madonna gemacht. Behütet sind wir auch insofern, als wir eben alle so eine Uhr bei uns tragen. Wenn wir irgendwie hinfallen, können wir auf einen Knopf drücken und dann kommt jemand zu uns. Also ich fühle mich richtig wohl hier.